Jaroš Čija ist der neue Cheftrainer der Tschechischen Republik, die im ersten Spiel der Eishockey-Weltmeisterschaft auf Titelverteidiger Schweden trifft. Er hat sie in den vergangenen beiden Jahren zu Gold geführt. Die Tschechen in den hellen Trikots mit einem super Auftakt, 115 Sekunden gespielt. Das 1:0 durch Jakub Vrana auf Vorlage von Dominik Kubalik, der Weltmeisterschaftsdebütant, gleich mit seinem ersten WM-Tor. Zu Beginn des zweiten Drittels, 24 Sekunden erst vorbei, Patrick Hörnqvist mit dem Ausgleichstreffer für die Trikroner. Die Vorlagen durch Supertalent Elias Pettersson und Nylander. Bartoszak im Kasten der Tschechen zum ersten Mal geschlagen. Und die Schweden geben weiter Gas. Powerplay, 24. Minute, Schlagschuss Erik Gustafsson. Oskar Lindblom hält die Schlägerkelle rein, fälscht unhaltbar ab für Bartoszak. Das Spiel ist damit gedreht. Aber die Tschechen kommen zurück. 37. Minute. Dominik Kubalik auf Vorlage von Jan Kovář. Der 2:2 Ausgleichstreffer. Alles wieder offen. Es ist ein Spiel von höchster Intensität. Beide Mannschaften investieren gleich zum Turnierauftakt richtig viel. Und wie es so üblich ist in diesem Spiel, zu Drittelbeginn gleich der erste Treffer. 33 Sekunden gespielt. In Abschnitt Nummer 3, die 3:2-Führung für die Tschechen, Michael Frolik langt hin. Lundqvist zum dritten Mal geschlagen. Die 56. Minute, wieder die Tschechen im Vorwärtsgang, klasse Zuspiel von Filip Hronek auf Jakub Vrana. Und der Weltmeisterschaftsneuling erzielt seinen zweiten Treffer gegen den Titelverteidiger. Klasse das 4:2, Lundqvist ohne Abwehrchance. Empty Net. Volles Risiko bei den Schweden in der Schlussphase, 60. Minute. Jan Kovář verwandelt ins leere Tor. Der Endstand und der 5:2 Erfolg für Tschechien, das seit 2012 keine WM-Medaille mehr gewonnen hat.